Du kannst der beste DJ der Welt sein, ein Meister des Crowdreadings und ein Magier am Equipment. Wenn du aber die Anlage oder noch schlimmer die Ohren deines Publikums schrottest, dann bist du nicht mal Kreisklasse. Keep out of the red ist eine alte Tonmeisterweisheit, die mit digitalem Equipment arbeitende DJs unbedingt beachten sollten. Ja, Freunde, wenn ihr mehr Druck und mehr Sound wollt, dann runter mit der Lautstärke. Mehr dazu in diesem Video. Viel Spaß! Mein Name ist Mike, ich bin Hochzeits- und Event-DJ. Früher, da war ich in Clubs und Diskotheken unterwegs. Heute bin ich der Spezialist für grandiose Hochzeiten und erstklassige Events. Hier auf meinem Kanal zeige ich dir, wie auch du als DJ starten kannst. Lerne von meinen Erfahrungen, Fehlern und Tipps und begleite mich durch meinen DJ-Alltag. Hallo Freunde, hier ist der Mike und herzlich willkommen zu diesem Video. Und wenn ihr Bock auf regelmäßige Tipps rund um das DJing wünscht, dann abonniert hier unten ganz einfach diesen Kanal. Und in diesem Video geht es darum, wie dein Sound richtig gut klingen kann. Dabei dient uns eine Geschichte von Marinelli als Vorlage. Ich habe ihn unten mal verlinkt. Aber nun, lasst uns starten. Marinelli erzählt Folgendes in seiner Geschichte. Letztens hatte ich mal wieder das Vergnügen, mit einem Kollegen zu spielen, der dazu neigte, immer lauter zu werden. Ey, und das nervte mich natürlich total. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass der Umgang mit der Lautstärke eine Kernkompetenz bei den DJs ist und vor allem auch eine Sonderrolle einnimmt. Du kannst der beste DJ der Welt sein, ein Meister des Crowdreadings und ein Magier am Equipment. Wenn du die Anlage oder noch schlimmer die Ohren deines Publikums schrottest, dann bist du nicht mal Kreisklasse. Dennoch bin ich dieses Mal froh über mein Erlebnis, denn ich habe dabei etwas ganz Interessantes gelernt. Um es präziser zu sagen, ich habe die praktische Bestätigung für etwas bekommen, das mir theoretisch schon klar war. Kurz gesagt lautet die Erkenntnis: Niemals die DJ-Software, also dem Erlebnis war es Traktor, in den roten Bereich fahren. Und das Ganze, das kam so. Ein System, das voll gegen den Limiter fährt, klingt einfach schlecht. Und nachdem ich den besagten Kollegen zum 12. Mal leiser gedreht hatte, beschwerte dieser sich, dass ich ja wohl viel, viel lauter spielen würde als er. Und ich dann so, kann nicht sein, schau mal hier. 3 gelbe Lämpchen an der Pegelanzeige vom Mischer. Also das ist genauso laut, wie er selbst auch spielte und so wie ich natürlich jetzt auch war. Aber er hatte recht, er klang leiser, er klang irgendwie weniger druckvoll. Und am Equipment konnte es nicht liegen, denn er nutzte eine Traktor Control S2, ich dagegen nutzte eine S4. Und die Soundkarten darin, die sollten ja wohl identisch sein. Dann fiel mir aber auf, dass sein Pegelmesser in Traktor permanent weit im roten Bereich war. Okay, ich habe ehrlich gesagt aber auch noch nie einen Traktor-DJ gesehen, der nicht wenigstens ein bisschen im roten Bereich spielt. Also sagte ich ihm, er soll den Pegel mal langsam runterdrehen, während ich am Mixer nachregelte. Und guess what? Während wir das taten, hörte es sich an, als würde die Musik aufwachen. Also sie würde sich buchstäblich entfalten, größer und dynamischer werden. Die Drums kickten mehr, die Instrumente ließen sich besser auseinanderhalten und ja, die Musik wirkte einfach lauter. Ja, Freunde, und das ist das Erlebnis, was Marinelli hatte. Aber warum ist das so? Und die Antwort darauf ist eigentlich relativ klar. Digital gibt es keinen Headroom. Und es ist eigentlich auch verständlich, warum das Ganze so ist. Denn im Gegensatz zu analoger Technik, die man durchaus mal leicht in die Übersteuerung fahren kann, ohne dass es groß stören würde, bedeutet 0 dB bei Digitaltechnik oder halt in der Software einfach Ende der Fahnenstange. Es gibt keinen Headroom.
Nochmal zum Mitmeißeln, Freunde. Es gibt keinen Headroom. Ein übersteuertes Digitalsignal ist kaputt. Komplett kaputt. Daher muss auch die DJ-Software oder Traktor in diesem Fall an diesem Punkt limiten. Und zwar knallhart. Da die meiste aktuelle produzierte Musik aber auf maximale Lautheit produziert ist, kappt der Limiter, wenn er mal eingreifen muss, auch nicht einfach nur so ein paar Spitzen, sondern schreddert permanent das Signal komplett runter. Und das hört man dann halt einfach auch. Ja, was kann man denn dagegen tun, Freunde? Ganz einfach, runter mit dem Pegel. Also wenn ihr euren und den Ohren des Publikums etwas Gutes tun wollt oder vielleicht sogar die Musik liebt, Finger weg vom roten Lautstärkebereich eures Digital-Equipments, also der DJ-Software. Und um das zu gewährleisten, empfehle ich, den Masterregler auf einen Wert von ungefähr minus 10 dB zu stellen. Ja, warum denn so leise? Ist eine ganz simple Erfahrung. Sobald zwei Songs beim Mixen übereinander laufen, ja, da addieren sich ihre Lautstärken. Und selbst wenn man einen davon die Bässe komplett gekillt sind, wird es trotzdem in dem Mix ein Stück lauter. Und dazu kommen ja auch noch diverse Effekte wie Flanger, Delays, Beatmesher, die ebenfalls das Audiosignal aufeinander stapeln, wie ein Mix und die Gesamtlautstärke natürlich erhöhen. Und minus 10 dB reichen auch aus, um das in den meisten Fällen so weit zu kompensieren, dass man unter den magischen 0 dB bleibt. Ja, und wenn nicht, ja, dann solltest du vielleicht mal über deine Arbeitsweise nachdenken. Denn du spielst, wie vorhin schon genannt, mit der Gesundheit deines Publikums. Übrigens hat so vorzugehen noch einen ganz, ganz anderen Vorteil. Denn spielst du öfter mal ältere Musik, was wir mobile DJs ja gerne mal tun, die meist aber viel weniger komprimiert ist, dann kann man diese ganz einfach etwas lauter machen, um sie in der Lautstärke anzupassen, ohne gleich alles zum Übersteuern zu bringen. Ja, Freunde, an der Stelle aber auch nochmal ein Wort zu den Lautstärkereglern bei einigen Controllern, wie zum Beispiel den von Native Instruments. Der Pegel der Traktor-Software ist unabhängig vom Master-Lautstärkeregler am Controller. Dieser arbeitet vollkommen analog und sitzt auch schaltungsmäßig hinter der DJ-Software. Das, was ich angesprochen habe, bezieht sich ausschließlich auf den Master-Regler in deiner DJ-Software. Dieser ist manchmal separat regelbar und hat wirklich nichts mit dem Master-Regler an deinem Controller zu tun. Wenn du ein von der Software verzerrtes Signal mit dem Pegelregler an deinem Controller oder an deiner Hardware herunterregelst, bekommst du nur ein leiseres, aber immer noch ein genauso verzerrtes Signal. Deswegen prüft unbedingt, ob ihr in eurer Software einen Masterregler habt, den ihr unabhängig von eurem DJ-Controller regeln könnt. Das ist ganz, ganz wichtig, Freunde. Ja, Freunde, und das war es auch schon mit diesem Video hier. Und wenn ihr was gelernt habt, dann lasst doch hier unten ein Abo da und profitiert von vielen, vielen weiteren Videos rund um das DJing. Ich sag schon mal Dankeschön fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, der Mike.